Mission 9, Victory or Death, kommt jetzt. Und jetzt dürfen wir selbst, das ist das erste Mal, Tech-Battlen. Allerdings an zwei verschiedenen Fronten gleich. If they made it this far, they're a threat we can no longer ignore. Black Crystal Perimeter Base is operational. Deployment of Black Arc Flying Fortress initiated. Very well, Checker. Report all preparations to the Hawkey. Lash and I will team up and attack. We will divide the earth and the sky. Between us and our guns, we will sound a requiem for the allied troops. Spare no cost in defending the Black Crystal. Our foes will fall like leaves. I can do that, no problem. Diffs on the Black Arc, oh, it's going to be much fun. That girl worries me. What's up with this place? It's all dry and hot and dry. My poor Omega Land, I can't believe how far the desolation has spread. Oh, and these nasty sandstorms, I've got a bad feeling about this. What's that tall tower? Looks like a black hole base, but... Tell me, Allied Halfwits, how are you feeling today? We're doing okay until we saw you, you pasty freak. Your name is Rachel, is it not? You have an abrasive personality. And you're an arrogant twit. If you think we're not more than your match, you're in a far nasty surprise. Learning to tech battle does not make us equals. You're still a little cheerleader. A silly little cheerleader. Blah. Look at your precious homeland. It's like an old woman, wrinkled and whittling. So, you black hole vampires suck this land dry? Who else, young lion? Allow me to share with you the secret of the Black Crystal. In short, it bleeds the planet life force and uses it to make physical materials. It's the source of Black Hole's miraculous regenerative powers. If the crystal is used too much, the Earth suffers and becomes, well, like this. I'd tell you that we cared, but I'd be lying. And that would be wrong. That's horrible. No, you are horrible. What? This is my homeland. These are my people. You can't... Oh, don't even think I'm gonna squeeze out a tear after I bury you. Such passion. Such bravado. We will twist into abject despair. Kill it, Jake. Bring it at the enemy's taunts. We'll only pay it into their hands. The Black Crystal has no attack power of its own. Let's rush it from the factory at the center of the map. No, I'm afraid I can't allow that. Lash, come out. Come out wherever you are. Oh, I'm gonna enjoy this. Whoa, look up at the top screen. How'd that get there? This is Lash. I'm calling you from the fabulous flying fortress, the Black Arc. I'm roughly 33,000 feet above the battlefield, and the view is spectacular! Black Arc? Flying Fortress? It's huge! How did it get the thing to fly? You're surprised? You're surprised! But wait, there's more! I'm even going to throw a free bomb shower! This isn't good. Yeah, you think? We have got to do something about that thing. Rachel, are you thinking what I'm thinking? Yep. If they're going to tech battle, then we have to do the same. Let's choose two codes, one for the main front and one for the second front. The main front is on the surface and the second is up there with the Black Arc. I don't need to remind you that we can't afford to lose this fight. Jo, wir dürfen hier mit zwei Codes spielen. Allerdings sind diese beiden Codes geteilt. Das heißt, der eine ist oben auf der Secondary Front, also auf der Topscreen Front, und der andere hier unten. Die Sache ist, ein Kampf mit zwei Fronten, wenn die zweite Front verloren ist, ist der Kampf nicht verloren. Allerdings, die Gewinnerfraktion kriegt die übrigen Einheiten
umkonvertiert in den Gabenmeter. Außerdem darf die Gewinnerfraktion auf der ersten Front mit 2 Kos weiterspielen. Das bedeutet, es hat einen riesen Vorteil, wenn man die zweite Front gewinnt. Und ja, ich weiß noch nicht hundertprozentig, mit wem ich das jetzt spielen werde. Allerdings werde ich an der ersten Front höchstwahrscheinlich mit Jake spielen. Und die zweite werde ich Max überlassen. Max deswegen, weil oben auf der zweiten Front sind nur Flugeinheiten und das sind alles Nahkämpfer. Unten auf der ersten Front werde ich Jake verwenden, weil da ein Haufen Ebenen sind. Außerdem kann ich guten Nutzen von seinen Gaben hier ziehen. Alternativ wäre hier gut auch noch Colin oder Sascha. Oder Colin oder Rachel wären ebenfalls gut an der ersten Front. Ich werde jetzt hier allerdings mal wieder mit Jake spielen, weil es ist einfach mehr oder weniger eine der besten Wahlen und er hat zudem die coolste Musik. Die Fabrik hier in der Mitte kann ich leider nicht benutzen, weil, ja, Kat wird die ganze Zeit von ihrer Verfestung aus eine Bombe hier runterwerfen, die alles, was da steht, auf einen Hitpoint runter beschädigt. Bedeutet, alles, was da drin gebaut wird, ist sofort auf einem HP und er kann da unten einfach schön aufräumen. Die Festung da oben ist gefallen, sobald die 4 Minigeschütze besiegt sind. So, habe ich es jetzt auch richtig eingestellt, dass Jake auf der ersten Front ist? Ja. Okay. Dann werde ich das Ganze mal starten. Mission 9. Victory or Death. That's a black crystal. My tanks will flatten that thing like a vinyl. All those fancy machines are about to be nothing but scrap. Starting with this map, we're going to be using the tech battle strategy. As the name implies, two cos team up and take turns issuing orders. Don't worry, the basic rules of engagement are unchanged. Now this time we've got fighting on two fronts, which is dual screen combat. So we need to assign one co the main front and one co the secondary front. In campaign mode, the second front is controlled automatically, but you should still check on it in form time to time. Like any ordinary fight, the battle ends if you are defeated on the main front. The battle won't end if you lose the second front, but the co remaining on the main front will be left alone facing two enemy cos. This may seem a bit confusing, but I'll give you more advice as we are going along. Here's one hint, winning the second front makes it easier to win the main front. So, let's talk about attacking that flying fortress. You'll need to send the fighters and bombers up to the second front. To do that, you'll need to use the send command you'll find in the menu. Once you do that, the selected unit will be transferred to the second front. You won't be able to send helicopters because they can't fly high enough. So, das machen wir auch. Nice work. Now the unit you transferred can fight and for cause on the second front. All orders on the second front are issued automatically by the co's in charge there. Oh, and co powers can't be used there either, the action is too fast. Fight your way across the main front, but keep an eye on the second front too. Keep in mind that units sent to the second front can't come back. However, if you win on the second front, the surviving units will be added to the power meter, and that can be a huge advantage, don't forget. Oh ja. So, jetzt ist die Frage, der hatte 2 Kopter, das heißt, ich schicke ihm nur 2 von meinen Jägern nach oben und den Bomber werde ich auch hier unten behalten. Wobei, nee, ich kann 3 Jäger, ich habe ja 4. Die beiden Bomber werde ich aber behalten. Und die Musik leckt hier ein bisschen wegen dem Sandsturm. Das ist übrigens auch wieder ein neues Wetter, das hier in diesem Spiel eingeführt wurde. Zudem haben die meisten anderen Wettereffekte neue Effekte, die jetzt dazukommen.
Ja, ein Sandsturm hat mehr oder weniger nur den Effekt, dass die Fernwaffenreichweite von allen Einheiten um ein Feld sinkt. Das heißt, wir müssen aufpassen mit Fernwaffen, dass wir die, weil wir die einfach nicht effektiv nutzen können. So. All Black Hell units within 2 spaces of the Black Crystal will gain fuel, ammo and 2 hit points at the beginning of each day. If you can stay close to the crystal, the advantage is ours. If the Black Crystal is destroyed, all of our plans will be shattered with it. Indirect fire is danger, but Omega Land itself is our unwitting ally in that regard. The sandstorms reduce the attack range of all distance weapons by 1. The allies will believe they have been forsaken by heaven. The Black Arc's bomb will keep the allies from making use of the center factory. I've designed Black Arc's bomb so they don't damage our own units. I just love being deliciously evil and brilliant. Max kümmert sich in der Zwischenzeit da oben um die zweite Front. Hey Rachel, I know you're only in charge of dudes on your own front, but is it cool if I give any general orders to the units on the second front? Yes, but don't insult your tech battle partner. Give some advice instead. First open the map menu and select Intel and 10 tab AI. Choose the strategy option to give your partner some idea of how to proceed. Change the setting on the fly to get the most of your partner. Yep, das können wir hier eigentlich direkt mal machen. Oh Moment, das war falsch. Bei Intel AI können wir hier nämlich auf Defense setzen, weil das ist das Beste, was man einstellen kann für die AI. Da ist sie am intelligentesten, wenn sie defensiv spielt. Ich kann hier jetzt zwar leider nicht von der Ebene aus angreifen, aber das sollte nicht zu schlimm sein. So, ich kann hier jetzt nichts weitermachen, weil in der mittleren Basis brauche ich jetzt eh noch nichts bauen. Dann schießen wir hier mal schön diesen Copter ab, der mich hier sonst nur stören würde. Schnell einen Tank. Zwischenzeit können wir hier schon mal ein bisschen aufräumen. My speed knows no equal. Zum Glück gibt es hier fast keine Straßen. Thank you.
was ihn aber nicht daran hindert, die paar wenigen Straßen zu nutzen, die er hat. Hey, take a look at the top screen. The units we sent there have destroyed one of the Black Ark's cannons. Three more to go, our bomb wars are over once you knock out the three other ones. Keep sending units and let's make the main front safer for our troops. Jetzt allerdings keine weiteren Einheiten auf die zweite Front schicken. Ich brauche hier aber eine Anti-Air-Einheit. Die Einheit in der Mitte und an der Basis da, die kann ich gerade nicht wirklich daran hindern, irgendwas zu besetzen. Wobei ich da wenigstens schon Vorarbeit geleistet habe, dass die jetzt insgesamt 5 Tage brauchen würde. Bis dahin dürfte Max da oben fertig sein. Da ist der zweite weg, sehr schön. So. Ändere jetzt nur mal ganz kurz die AI wieder auf Strike, damit der jetzt richtig draufhaut auf die Kanonen, weil dann kann er nächste Runde schon fertig sein. So. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, was Jakes Gaben machen? Ich meine noch nicht. Also seine normale Gabe erhöht seinen Schaden, den er von Ebenen aus anrichtet, um weitere 10%, das heißt er macht 20% mehr Schaden von der Ebene aus. Außerdem steigt seine Fernwaffenreichweite von seinen Bodentruppen um ein Feld. Seine Spezialgabe macht das gleiche, nur dass zusätzlich seine alle seine Bodentruppen 2 Felder weiterfahren können, also seine motorisierten Bodentruppen, und der Ebenenfeuerkraftbonus steigt auf 40%. Now, the Flying Fortress has been destroyed. Grr, never mind that. There's no need for panic. As long as we win this on the surface, victory will be ours. The second front has been secured. The Co will now report back to the main front. Yes, now we'll be able to see the tech power in full effect. If both Co's are in the main front, they can take turns issuing commands. To switch course, all you have to do is select change from the map window. Selecting change ends your turn though, so don't do until you're done. Once the power meters of both cores will fill, you'll be able to use the tag power. The tag power is a power where both cores use their super core powers, back to back in the same turn. To use a tag power, open the map window and select tag and get ready to rock. So, und weil da oben ein Haufen Jäger waren, ist natürlich jetzt ein bisschen was voll.
Also, ich glaube, wir können hier mal was Neues ausprobieren, ne? Und hier, das wäre übrigens der Kommando, wenn wir den Zug beenden wollen und nebenbei noch den Co wechseln wollen. Das ist der Change Command. Wenn man einfach nur End drückt, dann beendet man den Zug, ohne den Co zu wechseln. So. What's up now? So, willkommen bei unserer ersten Tag Power. Bitte schnallen Sie sich an, es wird sehr wild. Momentan ist Jake ja dran. Das heißt, wir haben seine Spezialgabe gerade am Laufen. Was man während einer Tag Power auch schön machen kann, ist das hier, dass man Besetzen irgendwo anfängt und in der zweiten Runde einfach fertig macht. So. Jetzt, wo Jake fertig ist, kann ich hier diesen Change Command benutzen. Dann wechsle ich jetzt Max ein. Der kommt jetzt hier leider nirgendwo ran, aber jetzt kann ich Max Super Co Power benutzen. Schnell ein paar Einheiten kaputt machen, damit wir den Powerscore kriegen. So, und dann spammen wir noch ein bisschen Infantry. Ups. Jetzt bin ich versehentlich auf was gekommen. Moment. Ups. Bitte ignoriert das einmal mal, da bin ich nur versehentlich gerade auf was gekommen, auf was ich nicht hätte kommen sollen. Da ist es ja auch. So, ja, so, jetzt bin ich wieder da. Wo war ich gerade? Ich wollte noch den Kristall shattern. Yeah, you like the taste of that? Savor the flavors, Black Hole. Savor the flavor, Black Hole. The shame. The Black Crystal has been shattered. Haha, you losers got shut down. You picked the wrong place to invade. As long as we're around, you'll get nothing. Boo! We got beat. Come on, Zack, let's bounce out here. We still got you know what. One Black Crystal is not that big deal. It's the principle, Ash. The principle. Let's withdraw for now. Enjoy this victory feast, fools, for you shall starve tomorrow. They never change, do they? They say what they want and then vanish. Max, we serve Black Hole a hot bowl of SmackDown soup, woo! I know. Now, get off of me. Jake is happy, isn't he? Both of us have a lot of memories from this place. I'm through too. I've got to let everyone at home know what's happened. Lash, Les Voss have me worried though. What do you think you know what is? It sounds like they've got a secret weapon up their sleeve, doesn't it? Where are we rolling next, Rachel? We've already got a bottle mixed pack out. Just because you picked your music doesn't mean we're ready to fight. We need more intel to the troops need rest and we want to and I want a nice long bath. Oh, that sounds heavenly. A bath followed by a good book and some caviar. Sweet, let's get going. I've got all kinds of stories to tell my crew back home.
So, da gibt's 20 Punkte extra, weil wir einen Kristall zerstört haben. So, und Jake ist cool, ist kurz davor, auf den ersten Rang aufzusteigen. Und in der nächsten Mission wird es soweit sein, weil da werde ich ihn wieder verwenden. Denn da werde ich nochmal was ganz was Neues zeigen. Es gibt nämlich so ein paar tolle Sachen, die man mit Tech-Kombinationen noch machen kann. Together we destroyed the Black Crystal and crushed Black Hole's plans, or so we thought. But our enemy was strong and the battle was fierce. But at least for tonight, our men can rest easy. Max's troops are still up partying and Sasha's a real trooper. Me, I'm exhausted. From the pages of Righteous Journal.